Hallo und herzlich willkommen zum CDU-Themencheck. Wir haben uns bisher das Thema Sicherheit und Kinderbetreuung angeschaut. Heute geht es um die Digitalisierung. Und mit dabei ist die Bürgermeisterin für Erftstadt, Caroline Weißel. Ich freue mich, dass du da bist. Liebe Caroline, beim Thema Digitalisierung, was ist dir beim Breitbandausbau für Erftstadt besonders wichtig? Besonders wichtig ist der weitere Ausbau des Glasfasernetzes in allen Ortsteilen. Insbesondere brauchen wir eine bessere Digitalisierung an den Schulen und natürlich auch für die Unternehmen und Gewerbetreibenden bis hin zu den privaten Haushalten. Und da denke ich, ist unbedingt eine interkommunale Zusammenarbeit und natürlich auch eine Stabsstelle in der Stadtverwaltung sehr wichtig, um dieses Ziel weiterzuverfolgen. Jetzt weiß ich von dir, dass du dich auch bei der Verwaltung dafür einsetzt, Digitalisierung voranzutreiben. Was genau schwebt dir dabei vor? Bürokratische Abläufe und Behördengänge können sehr viel Zeit kosten. Anträge sollen mehr und mehr von zu Hause aus erledigt werden können. Das kann durch einen sogenannten E-Service gestaltet werden. Und dadurch können auch Prozesse viel effizienter gesteuert werden in einer Stadtverwaltung. Aus Sicht eines Bundespolitikers ist es so, wir stellen als Bund zunächst mal eine Menge Fördermittel zur Verfügung. Und dann ist es Aufgabe der Kommune, Aufgabe des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin, das vor Ort auch umzusetzen, und zwar zügig. Und da kann ich Ihnen gar nichts mehr sagen. Ich weiß, das steht in Ihrer Agenda ganz oben als Punkt Nummer eins. Und ganz wichtig ist es auch, dass vor Ort jemand da ist, der sich um die Themen kümmert, und zwar hauptamtlich, ganztägig. Und ich weiß, dass Sie eine Stabsstelle einrichten wollen, also die besten Voraussetzungen, um hier in Erftstadt auch zügig die Digitalisierung nach vorne zu bringen. Und ich kann Ihnen nicht sagen, Sie machen alles richtig und bleiben Sie auf diesem Weg. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Thema hier sehr zügig auch nach vorne antreiben werden. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.